Wer eine neue Mobilfunknummer hat und weiterhin sein Online-Banking mit dem Mobile-TAN-System betreibt, der steht bei den Volksbanken vor einem relativ einfachen Problem. Das kann man in zwei Schritten lösen. Der erste Schritt besteht einfach darin, dass man auf sein Online-Konto zugreift und sich einfach dann einloggt, und das mache ich dann jetzt mal im ersten Schritt gleich. Und wenn wir dann online sind, dann haben wir hier die Startseite. Dort gehen wir auf Service, dann Verwaltung, und dann habe ich es natürlich schon vorbereitet, weil es eben wie gesagt aus zwei Schritten besteht. Das hier war meine alte Mobilfunknummer, die sah zuvor wie hier aus. Da muss man dann eben auf Ändern gehen und dann seine neue Mobilfunknummer eintragen, weil wenn man das dann gemacht hat, dann wird etwas ausgelöst. Das kommt dann per Post. Das ist dann wieder eine neue Geheimzahl, und da wartet man. Also ich habe ja dann 4 Werktage drauf gewartet. Am Sonntag habe ich es gemacht, am Donnerstag war es dann in der Post, und erst mit diesem Brief, den man bekommt, kann man dann den zweiten und letzten Schritt unternehmen. In diesem Brief wird man dann darauf hingewiesen, dass man hier diesen Button drücken soll: Freigeben. Und dann kann man den Freischaltcode eingeben, den ich per Post erhalten habe. Moment. Man gibt dann den Freischaltcode ein, der ist hier drin. Muss zuvor noch das Mobiltelefon einschalten, bekommt dann hier per SMS eine TAN und bestätigt diese TAN. Und damit Status sind wir jetzt wieder aktiv für den SMS-Empfang. Die verwendete TAN hier nochmal: Auftrag angenommen. Ihr Telefon wurde soeben freigeschaltet. Also das war's dann. Und dann kann man wieder ganz normal seine Online-Banking-Geschäfte mit der Mobile-TAN betreiben. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant, und verbleibe bis zu meinem nächsten Tipp in How to Do.